So, ihr Lieben, ihr habt das große Glück, ein Upgrade zu erfahren. Marc hat schon, wo ist Marc geblieben? Marc hat schon mitbekommen. Die Ankündigung war, ihr kriegt ein Drama in 3 Akten. Wir haben gedacht, wir hauen nochmal richtig drauf und ihr kriegt heute ein Drama in 5 Akten. Okay, Oliver und ich sind Kumpels von früher und Oliver hat vor 6 Monaten angefangen, eine Seite zu bauen. Und er verkauft wohl Bier, das hat er als Hobby früher gemacht und hat sich dann gedacht, daraus mache ich ein Geschäft. Hat einen Studenten gefunden, dem hat er dann gesagt, mach mal mir eine Seite. Haben auch ein bisschen SEO gemacht, aber irgendwie hat er mir am Telefon erzählt, er hat recht große Probleme, keine Bestellung oder sowas. Und jetzt treffen wir uns und bei mir in der Agentur und reden darüber. Du, Oliver, du hast ja gesagt, du hast Keywords und so weiter recherchiert und ihr habt SEO gemacht. Welche Keywords habt ihr denn so ausgesucht? Das war eine spannende Geschichte. Ich habe mit einem Studenten zusammengesessen und wir haben richtig uns Hirn gemacht. Und wir haben zum Beispiel eins dabei, finde ich sehr geil, Bier. Aber wir haben das so ein Lied geschrieben. Also Bier und das E ist aber eine 3. Okay. Und der Gag dahinter ist, tatsächlich die meisten meiner Biersorten haben 3 Hopfensorten. Okay. Das ist irgendwie das Ding dabei. Dann haben wir noch dabei Craft Beer genommen, weil klar ist Handwerksbier, was wir so haben. Eine Sorte ist damit drin, nämlich die Hopfenbowle. Sehr schön. Okay. Und eine Sache, da bin ich, glaube ich, der Einzige, der das in ganz Deutschland macht, das ist ein Reis-IPA. Okay. Das ist ein Bierstil. Und habt ihr denn geguckt, wie oft diese Keywords irgendwie gesucht werden? Wie meinst du gesucht werden? Also wie hoch das Suchvolumen ist für diese Keywörter? Nee, wir haben da zusammengesessen und der hat bei Google die Sachen eingegeben und dann ist das erschienen, also nicht alle. Also Bier war sofort da, also okay. Das mit der 3. Ja. Hopfenbowle war auch ja. Das Einzige, was angezeigt okay. wurde. Das war sehr geil. Ja. Und was hatten wir noch? Craft Beer waren richtig viele, aber da habe ich meins nicht gefunden. Und, ja. Aber okay, dann lass es doch mal gucken. Also okay. Google hat ein Tool, das nennt sich Keyword Planner. Da kann man das alles eingeben. Und nur mal kurze Erklärung. Du siehst da auf der linken Seite die Keywörter, die ihr definiert habt. Ja. Rechts daneben siehst du die Suchvolumen, ja, wie oft das im Monat gesucht wird. Dahinter siehst du, wie hoch die Konkurrenz zu diesem Begriff ist und was du dafür in AdWords bezahlen müsstest. Aber das sind doch da, ey, 140, das sind Leute, die das bei Google suchen, oder wie? Genau. Und aber 140.000, und zwar, das ist doch geil. Bier wird doch genau getroffen. 160.000 Mal, aber sag mal jetzt, wie gut bist du platziert bei Bier und Craft Beer? Wenn man in Google nach dir sucht, nach deiner Seite, die Bierschmiede, wie oft findet man dich? Ja, also Bierschmiede war auch die einzige Anzeige dabei. Also nee, wir waren alleine sozusagen, das heißt, wir haben noch nicht mal Konkurrenten dabei. Okay, ja. Aber bei Bier normal ausgeschrieben und Craft Beer? Nee, da war so viel, da haben wir irgendwann aufgehört okay. zu gucken. Und ich sehe aber gerade, du hast mir ja erzählt, dass Reis-APA, das wäre ja ein spezielles Produkt, du wärst quasi Monopolist auf dem Bereich. Das hätte ja, kein anderer. Zumindest in Deutschland. Und du hättest irgendwie 300 bis 400 Besucher allein über diesen Begriff. Stimmt das? Also, naja, ich höre das ja immer nur, die Leute, also ich mache so Messegeschichten. Ich bin da auf Craftbeermessen, ich bin manchmal auf so Märkten, irgendwie so Handwerksgeschichten und so weiter. Und da kommen Leute zu mir, die auch bei mir einkaufen und sagen, dass sie es im Internet gesehen haben. Also, okay. Aber eine Bestellung? Okay. Also, online oder sowas? Aber Oliver, jetzt, das erste Problem ist, Bier und Craftbeer werden 140.000 Mal gesucht, aber dass du auf diesem Niveau mit einem Studenten da überhaupt irgendwann mal auf dem ersten Platz landest bei der Wettbewerbssituation, erscheint mir schwierig. Ja? Und Bier mit einem 3 im Namen und Bierschmiede mit einem 3 im Namen, ja gut, du siehst ja, wird 0 mal gesucht. Also auch wenn du da auf dem ersten Platz bist, bringt dir das ja nichts. Aber ich habe dich doch gesehen im Google. Aber komisch ist das trotzdem. Du hast ja gesagt, du hast keine Bestellung. Und du hast ja einen Begriff, der zumindest gut zieht. Reis-API wird 1000 Mal gesucht. Ja. Und trotzdem hast du keine Bestellung. Also zumindest, ich kriege keine Mails irgendwie und anrufen. Okay. Ja gut, lass mal die Seite angucken. Ja. Okay, also die Seite, das ist das, was wir gemacht haben. Das ist schon mutig, Oliver. Also, na gut. Also das war ein bisschen, es musste relativ zügig gehen. Okay. Und richtig viel Geld war auch nicht da, aber der Student hat halt schon ein paar Sachen gemacht. Aber sag mal, warum hast du denn diese riesige Schrift und die ganze Typografie, die Zeilenabstände? Na, also als wir angefangen haben, war das ein bisschen klein und so richtig gut. Also ich habe jetzt Gleitsichtbrille irgendwie, okay. Das ist so ein Ding. Also es sollte ein bisschen größer sein und dass man das auch gleich, und wir haben nicht so viel Text gehabt, dann muss das
Man muss das sehen. Aber einfach. Ist ja nicht das einzige Problem. Auch dein Logo sieht so aus, als wäre es von vor. Das ist total cool entstanden. Wir haben erst so Gläser und so ganz normale Stockfotos hatten wir zu Anfang. Das war mir zu teuer. Und dann haben wir meine Biergeschichten fotografiert. Und dann kam er irgendwann auf die Idee, so mit so einer Makroaufnahme von oben. Und das ist mein eigenes Bier. Das ist der Schaum von oben sozusagen. Okay. Aber jetzt sag mal ernsthaft, würde das deiner Zielgruppe gefallen, diese Seite? Was meinst du jetzt genau mit Zielgruppe? Genau die Leute, die eigentlich deine Produkte kaufen wollen. Sind sie auf so einem Niveau unterwegs, um es nett auszudrücken? Also die Leute, die zu mir auf die Märkte kommen, die sind, das ist so eher die Hipster-Geschichte. Also ich hab mir ein paar andere, es gibt da relativ viele Craft-Bier-Brauereien, auch in Berlin, sind alle größer als ich und haben alle viel mehr Geld und die sehen schon schicker aus, aber das kann ich mir nicht leisten. Das ist, und ich sag mal, eigentlich nicht wirklich. Okay, also wir können festhalten, deine Zielgruppe kriegst du damit nicht. Nee. Aber. Warum? Nicht. Aber komisch ist das ja trotzdem. Also du bist ja auf einem Gebiet ein Monopol. Also Reis API sagst du, hat kein anderer. Du bist der Einzige. Das Design ist jetzt schlecht, aber es sollte ja die Leute trotzdem nicht davon abhalten, dieses einzigartige Produkt zu kaufen, oder? Ja, das Lustige ist, also wenn ich meinen Stand irgendwo habe, dann kommen die Leute auch an und sagen, ja, ich habe das im Internet gelesen, Reis IPA okay. Noch nie gehört, also noch nie probiert, lass mal probieren. Und die kaufen auch tatsächlich. Okay. Also, aber dann halt bei mir am Stand. Aber lass uns doch mal bitte dann schauen, wie das ausschaut, die Landingpage für Reis API. Die Seite ist sehr langsam übrigens. Ja. So. Ich sage nicht, welcher Wurst das ist. So, das ist jetzt auch die Reis-IPA. Also, da hast du die Produktbeschreibung drin und was das ist und wo das überall schon gezeigt wurde und so weiter. Aber auch wieder sehr spannend, Oliver, das ist eine Bleiwüste, Text über Text, aber also, naja, du hast nicht mal ein Bild drin und beschreibst auch nicht und sagst nicht, was für ein Preis. Nein, es sieht halt aus wie ein Bier. Irgendwie, ja. Das wäre ein bisschen doof, das jetzt nochmal zu zeigen. Okay. Aber es steht alles drin, irgendwie, was das Besondere an dem Teil du ist. Du hast auch nicht mal so kleinste, nicht mal einen Shop oder keine Call to Action? Ich hätte tierisch gerne einen Shop gehabt, aber das wären 2.500 Euro mehr gewesen. Das war einfach nicht drin. Okay. Und Call to Action, was meinst du damit? Aber angenommen, ich will jetzt hier auf dieser Seite was bestellen. Nein, das wo mache ich das? Also oben ins Menü, ganz rechts ist Kontakt. Und okay. Dann kann ich mir da die Daten holen und mich melden. Okay, zeig mal her. Aber ey, Oliver, sag mal, warum hast du jetzt deinen Kontakt als ein Bild eingebaut? Der Studie hat gesagt, man sollte niemals auf einer Internetseite eine Mailadresse machen, weil dann kriegt man Spam und schlimme Dinge. Okay, also dann muss ich quasi deine E-Mail-Adresse abtippen, damit ich bei dir bestellen kann. Ja. Und wo ist die Telefonnummer oder sowas? Naja, ich bin ja viel unterwegs oder in der Brauerei und dann ist das schwierig mit dem Telefon einfach. Okay, also man kann nochmal festhalten, du machst kein Storytelling, du verkaufst dein Produkt nicht. Wenn man bei dir auf der Kontaktseite landet, kann man dich nicht kontaktieren. Und ich stelle auch gerade fest, ja, per Mail geht doch. Ich sehe auch, aber du hast ja auch erzählt, du kriegst keine E-Mails, nee, ne? Das wundert mich auch total. Ja, ich kann dir auch sagen, warum. Du hast ein Apostroph in deiner E-Mail. Ja, das sah irgendwie cooler aus und der Studi hat gesagt, irgendwie kann man machen. Also wird persönlicher damit. Okay, also ich glaube, für hier reicht es jetzt. Die Probleme sind relativ klar. Ne? Ja, ich könnte dir vorschlagen, das alles neu zu machen und vernünftig. Aber die Frage ist, lohnt sich das? Wie meinst du jetzt, lohnt sich das? Also, was sind deine Ziele mit der Webseite? Meine Ziele? Also, was meinst du mit Zielen? Ganz einfach, du willst ja Geld machen mit einer Webseite. Also ja. Umsetzung und Gewinn. Ja. Das also wäre ein Ziel. Ich will mein Bier verkaufen, ja. Genau. Also ein bisschen mehr und ich will dieses Stressige immer auf die Märkte fahren los sein. Okay, ja. Aber wie viel Umsatz möchtest du mit dieser Webseite machen? Habe ich ja nicht so richtig drüber nachgedacht. Also, so cool wäre, wenn wir so in den nächsten 2-3 Jahren, also wenn ich meinen Job so nebenbei sein lassen könnte, ich sag mal so, wie brauche ich nicht 50.000 im Jahr? Okay. Also mit ein bisschen Vorlauf. Ist schon mal ein Ziel. Okay. Und sag mal, wie viel Umsatz machst du denn pro Kunde aufmessen und so weiter? Wenn ich mit meinem Stand unterwegs bin. Genau. Ganz gut eigentlich. Also gerade das Rice IPA, das läuft super gut. Also ich sag mal, so ein 100er lassen die ungefähr. Okay, das ist schon gut. Also dann lass mal kurz nachrechnen. Also du verdienst 100 Euro pro Kunde, ja? Du willst 50.000 Euro pro Jahr machen.
du hast ein Keyword, das 1000 Mal gesucht wird, das Reise-API. Ja, wir gehen mal davon aus, wenn du da auf dem ersten Platz bist und du bist auf dem ersten Platz mit diesem Begriff, weil du der Einzige bist, kommen 30% bei dir an, also 300. Ja. Davon hast du eine Conversion Rate von 10%. Das heißt, du bist halt Monopolist, du verkaufst recht viel. Das sind nochmal 30 Bestellungen pro Monat, die du hättest. 30 mal 100 Euro. 3000 Euro, das ist... 3600 Euro im Monat. 3600 Euro. Und im Jahr wären das 36.000 Euro. Krass. Nur mit der einen Sorte. Ich habe übrigens gerade falsch gerechnet. Man merkt, dass du kein Businessman bist, aber egal. So. Ja. 36.000 Euro. Aber das hört sich doch geil an. Das wäre schon mal ein guter Anfang, weil ich habe ja noch vier andere. Okay. So, da kann ich dir eigentlich vorschlagen, ich bin ja nicht so der Profi in dem Bereich, aber ich kann da einen ganz guten Typen aus Düsseldorf, 2B SEO, ja. Und auch ein Unternehmensberater, der macht dir Business Canvas Modelle und Geschäftsmodelle. Was hältst du davon, dass du mal zu denen rübergehst und wir sehen uns dann danach wieder und überlegen uns, wie wir die Seite gestalten? Und das Ganze müsste ich jetzt mal, eigentlich will ich ja nur eine Webseite haben, die funktioniert. Das heißt, ich soll jetzt nochmal Geld in die Hand nehmen für nochmal zwei andere Leute. Und okay, aber... Genau, aber so macht es Sinn. Aber wenn 36.000 dabei rauskommen, das ist ja Minimum, oder? Genau, das ist nur für diese eine Keyword und wir haben noch keine weitere Recherche gemacht. Okay, also es hört sich nach einem Plan an zumindest. Genau. 3 Wochen später treffen wir uns wieder. Okay, Ufuk, ich war bei diesem Typen, also ich war einmal in Düsseldorf bei dem irgendwie, aber vorher, weil ich mir gedacht habe, irgendwie macht das mehr Sinn, wenn es darum geht, irgendwie so überhaupt mal drüber nachzudenken, was das ganze Ding werden soll, war ich bei diesem Strategietypen und das war echt eine krasse Geschichte. Also okay. Es war alles nochmal neu aufgerollt. Sag mal, und wie weit seid ihr jetzt gekommen? Das hört sich ja schon sehr euphorisch an. Das war krass weit. Ich bin total glücklich damit, weil wir haben alles, aber auch wirklich alles nochmal angefangen. Und ich habe meine Grundidee erzählt und er hat gesagt, so schön, alles gut. Und wir haben dann angefangen, irgendwie so ein Dingens zu malen. Warte mal, Business Model Canvas. Ja. Das hat auch echt noch Spaß gemacht. Das war so ein großes Dingens und wir haben das Produkt in die Mitte geschrieben und dann mit Zeig mal her, bitte. Bildern gemacht und all so ein Kram. Und dann sind wir von da aus haben wir drüber nachgedacht. Also er hat mich ganz viel gefragt und ich habe dann was zu meinen Kunden erzählt und dann sind da auf einmal irgendwie 4 verschiedene Kundengruppen mal rausgekommen und dann kam sowas mit so, was ist das Besondere an dem und was ist mein, warte mal, das hieß Wertversprechen, also was ist mein Angebot an die Kunden und zwar tierisch Spaß gemacht, wir haben echt, ich glaube das war fast, ja, es war ein ganzer Tag, wir haben den ganzen Tag zusammengesessen und dann war das ganze Ding, war klar. Also Zielgruppen sind jetzt definiert? Ja. Klare Keyword-Strategie? Ja, das hat ich bin mit den Sachen irgendwie da rausgekommen. Also was ist das Besondere? Okay. Was sind meine Zielgruppen und so weiter? Und da bin ich zu diesem Typ nach Düsseldorf. Und dann hat er gesagt, so alles klar, gute Grundlage dafür. Irgendwie kann man was draus machen. Was ein bisschen ätzend ist, mein Bier mit der 3 drin ist leider gestorben, weil das hat mir der Typ aus Düsseldorf völlig zerlegt. Er hat gesagt, irgendwie sieht nett aus. Also fand er eigentlich gar nicht, aber... Das okay. macht keinen Sinn, weil keiner kommt auf die Idee nach Bier in so einer Schreibweise. Okay, ich habe ja ein bisschen dein Material schon gesehen und ich glaube, aus dem Thema kann man auch dann die Landingpages definieren und die Gesamtstrategie und das Konzept machen. Genau, das hat das funktioniert schon. Genau. Das ist sowas, irgendwie die Kundengruppen sollten irgendwie unterschiedlich über Landingpages angesprochen werden, also mit verschiedenen Themen okay. und so weiter und so weiter. Und was Cooles, was dabei rausgekommen ist, ist, dass Web, so wie es im Moment ist, Quatsch ist. Und wie ist das? Das heißt, aber, hör zu, das ganze Ding wichtig ist für meinen Absatzmarkt und für die Zielgruppen. Und weil wir auch ein bisschen gerechnet haben, siehst du ja, wir haben mal so Kostenstrukturen und Einnahmeerwartungen und so weiter, haben richtig viel gerechnet dabei. Dabei ist rausgekommen, dass auch genug Geld da ist. Wahrscheinlich, ich hoffe das mal so, um dieses ganze Webthema einmal nochmal komplett neu anzugehen. Okay. Und so mit dem, also... Alles, was wir jetzt bisher hatten, also ich bin da zu dir gekommen irgendwie mit so einer Idee, irgendwie mach das mal klar, dass das gefunden wird. Ich würde das gerne mit dir weitermachen, weil ich finde, dass du, abgesehen von dem, was ich mit der Webseite hatte, irgendwie mir relativ viele Sachen, Tipps gegeben hast, mich zu den beiden geschickt hast, das war echt ein Durchbruch für mich. Und was für ein Budget hast du jetzt dafür kalkuliert? Also, ich sag mal so 8.000, 9.000, irgendwie sowas in dem Dreh okay. hätten wir für einen Aufstellung. Ich würde das gerne mit dir weitermachen, weil ich den Eindruck habe, du guckst ein bisschen über den Tellerrand. Gerne, machen wir.
So, die neue Seite ist gemacht. Es vergehen 6 Monate. Ja. Wir treffen uns nochmal. Oder 4 Monate, auch gut. Ja. Genau, nach 4 Monaten treffen wir uns wieder. So, und Oliver, ich sehe ja, das Geschäft läuft richtig gut. Also die Zahlen gehen hoch, Besucher gehen hoch. Es geht durch die Decke. Ja, ist total krass. Also ich komme eigentlich gar nicht mehr hinterher. Irgendwie ich musste die Märkte ein bisschen sein lassen, irgendwie, weil tatsächlich, es kommen Mails an, es kommen Bestellungen an. Das ist ein ziemlicher Kracher. Ich sag dir mal so die ganz echten Zahlen dazu. Wann haben wir angefangen? Vor 4-5 Monaten genau. Ungefähr, so in dem Dreh. Meine erste Idee war ja mal, das sollen in 3 Jahren sollen so 50.000 rumkommen. Jetzt sind wir 5 Monate später, wir sind bei 40.000 wow, Umsatz. Fantastisch, geile Sache. Ja. Aber du, ich habe eine schlechte Nachricht. Ja. Okay. Ich habe ein bisschen mal im Internet recherchiert und nach dir gesucht und dann lauter Ein-Stern-Bewertungen gefunden. Und da steht dann meistens sowas wie schlechte Lieferzeiten, barsche Kommunikation, naja, falsche Warenlieferung und so weiter. Also, naja, also ich muss mich ja entscheiden. Also ich kann entweder, ich muss relativ viel brauen, ich habe irgendwie zusätzliche Brauanlagen noch mit aufbauen müssen, dann irgendwie die Märkte, dann irgendwie dieser ganze Versandscheiß und so weiter. Ich kann nicht ständig aber am Telefon nehmen. Oliver, wenn du so weitermachst, ja, dann wirst du davon einen Schaden haben. Ja, du wirst tatsächlich dein Business wieder ruinieren, wenn du so weitermachen solltest. Okay. Zurück. Du warst zu schnell. So. Entschuldigung. So. Okay. Ich glaube, ich habe tatsächlich ein bisschen Überblick verloren in diesem ganzen Chaos. Was ist denn jetzt die nächste Nummer? Was ist denn dran? Also ich glaube, du bist halt tatsächlich zu schnell gewachsen wahrscheinlich in der Zeit und konntest die Qualität oder den Service nicht mehr bieten, um nicht nur die Kunden zu gewinnen, sondern auch zu binden, ja? Okay, das heißt irgendwie alles, was wir gemacht haben eigentlich, war immer darauf aus, irgendwie ich muss bekannt werden, ich muss diesen Markt mehr erarbeiten. Und irgendwie, also Neukunden habe ich ja, ne? Also die kommen ja, die kommen, laufen. Aber hast du auch tatsächlich inzwischen Fans, also die immer wieder bei dir bestellen, oder sind das tatsächlich immer nur Neukundengeschäft, wo dann keine Nachbestellungen kommen? Also auf den Märkten habe ich welche, die immer wieder kommen. Aber im Internet nicht. Ja. Nicht wirklich viele. Also, wie gesagt, ich kann dir was sagen. Wenn du so weitermachen solltest, ja, wir sind jetzt am Ende angekommen bei der Kundenbindung und diese Leute suchen wieder irgendwann nach deiner Firma und finden dich im Internet und sie werden auch diese Ein-Stern-Bewertung finden. Also machst du eigentlich alle deine Bemühungen, die du bisher gemacht hast, zunichte. Ja, du machst dein Business damit wieder kaputt. Okay. Genau. So, jetzt kommt. Also, geht nur mit Mikro. Aufstehen. Also, warum haben wir euch den ganzen Kram erzählt? Wir hätten das Ganze bestimmt in irgendwelche Fakten packen können. Irgendwie 130 Folien sind da gerne mal dabei genommen. Was wir euch zeigen wollten, ist so ein bisschen Real Life. Ein bisschen Satire, ein bisschen Real Life dabei. Ein bisschen überzeichnet. Das, so als Merkmal. Ja. Tatsächlich haben wir, ziehen wir damit auf was. So, Oliver, du fängst an. Soll ich das machen? Gerne. Okay. Da war ich schon durch, mein Lieber. Okay, also wir haben letztendlich festgestellt, dass viele Kunden immer auf der taktischen Ebene unterwegs sind. Ja, dann nehmen sie Einzelmaßnahmen wie PageSpeed oder SEO oder Kleinigkeiten und erkennen gar nicht, dass eigentlich ein Riesenprozess dahinter steckt, den man wirklich gut machen muss, damit man Erfolg hat. Das ist eines der Gründe, warum wir euch das erzählt haben. Also es gibt immer so eine wunderbare Geschichte, die SEO-Leute mögen das nicht zu persönlich nehmen, irgendwie so sich einen kleinen Teil rauszupicken und zu sagen, an der Stelle kann man was drehen und das kann man tatsächlich ja auch tun. Das heißt irgendwie, ich nehme eine kleine Maßnahme, habe relativ schnell auch Erfolge damit, genau, wenn es denn fokussiert genug ist und wenn ich die richtigen Sachen dafür tue. Das, was wir aber daraus machen wollen, ist euch ein bisschen den Zusammenhang aufzeigen, deswegen auch tatsächlich die Überzeichnung. Also als Frage an euch in die Runde, wer von euch hat sich sehr fokussiert das Thema PageSpeed Insights mal vorgenommen für eine eigene Seite im Kundenprojekt oder auch so eine Kundenanfrage beantwortet und nur den Wert nach oben gebracht? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hätten wir andersrum gedacht. Ja, ja, andersrum, dass das viel mehr Leute machen. Aber dann machen wir mal weiter. Wer hat von euch zum Beispiel, bevor überhaupt mit einem Projekt begonnen wurde, eine strategische Potenzialanalyse gemacht?
Na gut, auch ordentlich. So. Und wer hat zum Beispiel die Designsprache auf Wirksamkeit in Bezug auf das Produkt oder Dienstleistung überprüft? Sind leider immer dieselben Leute. wer hat überprüft, ob der Bestellprozess, also die Conversion, relativ zügig und effizient und frustfrei verläuft? Okay, Chris, an dich mal noch eine spezielle Frage. Irgendwie auch noch mal von anderen begutachtet oder immer nur selber? Ah, okay. Und wir auditieren uns dann alle 3 Monate mal die Projekte durch, weil alles wir wissen, klar, dass du irgendwann blind wirst. Okay. Ach, das hinten verstanden. Also Chris hat sich im Kollegenkreis das aufgebaut, quasi Fremdaudits, also Feedback zu den Themen einholen. Okay. So. Reicht dann doch die Zielgruppe dran zu setzen und sagen, hör mal, bestell da mal was. Ja, genau. Zum Beispiel. Okay, jetzt eine Frage irgendwie. Wer von euch auch nochmal ein paar Handzeichen hat sich, bevor ein eigenes Seitenprojekt oder ein Kundenprojekt in die Hand genommen hat, die erste Zeile Code geschrieben hat, das erste Screen Design gemacht hat, die Zeit genommen, die Muße genommen, die Arbeit gemacht, ein Geschäftsmodell aufzuschreiben, aufzumalen, aufzuirgendwassen? Okay. Krass, das sind knappe 10 Menschen. So, eigentlich hätten wir jetzt ein ganz anderes Fazit gehabt, weil wir mit einem ganz anderen Ergebnis gerechnet haben. Aber es ist trotzdem schockierend. Es ist es ist recht wenig. Und wir glauben tatsächlich daran, dass es einen Wert hat, anders zu beginnen mit diesen ganzen Geschichten. Dazu kommt jetzt noch ein bisschen mehr. Genau, deswegen auch das ganze Thema Drama. Also wir haben vorhin schon drüber gesprochen, der fünfte Akt im Drama ist immer die Katastrophe. Da sind wir auch gelandet. Wie es weitergeht, ist natürlich alles gut ausgegangen danach. Aber nochmal so auf den Punkt gebracht, wenn ich mich ausschließlich fokussiere auf mein Konzept, gilt nämlich für die Geschäftskonzepte genauso, und dann hinterher so eine Seite dabei rauskommt, die so wunderbar aussieht wie meine, also meine erste Version, wird das höchstwahrscheinlich nicht zum Erfolg führen. Kann immer eine Ausnahme sein, kann klappen, muss nicht. Wenn das Design top ist und ich die Bewegung über die Seite, also User Journey bzw. Conversion Pfade, nicht sauber habe oder solche Hindernisse drin habe, irgendwie wie fehlende Bestellbuttons oder versteckte Bestellbuttons, wird auch das nicht zum Erfolg führen. Und das lässt sich beliebig weiterführen, auch SEO fokussiert und einzeln. Was? Setzt Mausblau ein. Und genau das wollen wir nicht. Wir sind nicht auf der taktischen Ebene unterwegs. Du musst das gesamte Leben genießen. Genau. Also, wenn das passiert, wenn ich nur SEO mache, heißt das alleine auch noch nicht, dass ich Erfolg habe mit diesem ganzen Thema. Also die Aussage, das zum Mitnehmen soll sein, setzt diese Reihe beliebig fort, kümmert euch um alles, habt das Ganze im Blick, weil der Herr irgendwie ähnlich alt. Aber ist das Dazu kommt, nachher haben wir eine Fragerunde und wir definieren das noch ein bisschen mehr jetzt, genau. Also das Ganze im Blick behalten macht Sinn, weil tatsächlich eine Menge mehr rauskommt, als wenn ich meine Einzelteile wirklich separat betrachte. Das Ganze soll funktionieren im besten Sinne wie ein Getriebe. Ist ein schlecht gemachtes Getriebe, keine Kritik bitte über die Gaps, die es dazwischen gibt, aber es kann mal sein, irgendwie, dass es nochmal Übersetzungen gibt, irgendwie, wo was nochmal eingreift, wenn ich eine Sache vergesse. Aber insgesamt habe ich einfach Reibungsverluste, wenn ich nicht das Ganze im Blick behalte. Unser Appell an euch eigentlich, es geht tatsächlich nicht um das Klein-Klein, wie ihr im Tagesgeschäft SEO macht oder dies oder jenes macht. Und wir wollen tatsächlich versucht, Erfolg zu verkaufen. Und für Erfolg gehört halt eben deutlich mehr als nur Einzelmaßnahmen. Das ist das eine. Das andere ist, wie gesagt, wir merken oft im Kundengespräch oder auch bei uns selber, wir fangen so in Aktionismus an mit der Taktik. Ja? Wir versuchen, Page-Speed zu erhöhen, SEO, die Landingpage da und hier. Zuerst kommt das Ziel, dann die Strategie, dann die Taktik. Das ist super wichtig. Ja? Und wenn ihr kein Ziel habt, dann geht dir eigentlich ein Abenteuer ein. Ja, das ist genauso, als würdest du auf eine Reise gehen und sagen, okay, ich lasse mich mal treiben. Wollen wir das? Ja, wollen wir das im Geschäftsumfeld? Manche machen es, manche sind damit erfolgreich, aber viele von uns schaffen es nicht, weil wir haben eine extreme Konkurrenzsituation. Also das funktioniert nicht so gut. Und wir sind viele Spezialisten hier. Und trotzdem sind wir auch Unternehmensinhaber. Und als Unternehmensinhaber muss man auch ein Generalist sein. Man muss über alle Bestandteile Bescheid wissen oder zumindest wissen, wo man die Ressourcen findet, um diese Probleme, die man selber hat, zu lösen. Ja. Community-Events wie dieses sind übrigens ein Traum dafür, genau, sich die Spezialisten rauszupicken. Wenn ich dann selber
dieses Thema nicht befrühstücken kann. Hab gestern einen coolen Satz gehört in einem Talk irgendwie mit dem Thema veredelt euer Dienstleistungsangebot. Also alles, was ihr nicht selber parat habt, sorgt dafür, wenn ihr das denn anbieten wollt, dass ihr Leute mit reinholt. Networking ist ein Thema, sich andere Leute dazu zu holen, irgendwie die Gegend checken, ist ein cooles Thema dazu. So, also und welches Risiko gehen wir eigentlich mit der Herangehensweise an? Also wenn man damit anfängt, tatsächlich Geschäftsmodelle auseinanderzunehmen, für die Kunden oder für sich selber, stellt man oft mal fest, das Geschäftsmodell kann gar nicht so funktionieren. Das sagt man dann dem Kunden. Und dieser Kunde ist dann vielleicht danach nicht mehr euer Kunde. Oder man fällt wieder auf Einzelmaßnahmen zurück und macht zum Beispiel nur PageSpeed oder SEO oder Einzelbereiche und hofft irgendwie irgendwann mal Erfolg zu haben. Also es könnte tatsächlich so sein, dass man weniger dadurch verdient, wenn man viel zu ehrlich ist. Ja, tun wir. Das ist, könnte ein Nachteil sein. Das nächste ist, dass auch einige Kunden gar nicht verstehen, sofort, was für ein Tool hast du gerade genannt, was wir nutzen? Mouseflow zum Beispiel. Wir sind gar nicht auf dieser Ebene unterwegs, so runter steigen wir gar nicht. Und die Kunden denken sich dann auch, oh, dann fangen wir jetzt mit SEO an oder so. Die sind sehr zu taktisch unterwegs und wir kriegen die nicht auf unsere Ebene, auf die strategische Ebene, wo wir das hinwollen eigentlich, haben wollen. Ja, das ist ein großes Problem. Und aber wir merken auch, wir sind schon da mit diesem Thema ungefähr 2 Jahre schwanger. Ja, und das kommt sehr gut bei den Kunden an. Wir sind ja in einem Umfeld unterwegs, wo viele unoptimierte Firmen sind. Ja, sonst würden die ja nicht unsere Kunden werden oder nach einer neuen Agentur suchen oder sonst was. Ja, denen fehlt irgendwas. Dann rufen die an und wenn man mit der Herangehensweise das veröffentlicht und mit denen das bespricht, ja, dann merkt man schon, okay, es macht Klick bei denen. Langsam rattert da was. Und dieses Modell erlaubt es euch dann auch tatsächlich Kundenbeziehungen aufzubauen, wo man dann mit den Kunden auch wächst. Also man versucht mit denen Erfolg zu haben und ihr wächst dann mit dem Kunden. Also das ist meine Erfahrung und seine Erfahrung auch. Und das wäre dann unser... Eine fütter ich noch dazu. Was auch passieren kann, was wir auch tatsächlich ganz konkret schon erlebt haben, ist, jemand kommt auf dich zu und sagt, ich möchte gerne eine Website oder ich möchte irgendwie einen Relaunch haben oder irgendwie sowas. Auf diese Ebene zu gehen, auf die strategische Ebene zu gehen, kann Leute auch tatsächlich vergraulen. Es gibt Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer, und da haben wir schon ein paar unterschiedliche erlebt, tatsächlich nicht drauf einlassen und überfordert sind. Und auch an der Stelle, ganz klar gesagt, wenn ein strategischer Ansatz, ein ganzheitlicher Ansatz das Thema ist, dann kann es sein, dass ihr Leute damit vergrault. Ja. Haben wir erlebt. Genau. Okay. So, jetzt machen wir doch die obligatorische Tools-Runde, wobei es geht uns gar nicht um die Tools. Wir wollen euch nur zeigen, welche Möglichkeiten ihr hättet in den diversen Akten, die wir euch vorgestellt haben. Was auch sehr wichtig ist, wir haben keine Gewichtung, obwohl unsere Akte ja ein bisschen durcheinander gewirbelt sind. Akt 4 hätte eigentlich Akt 1 sein müssen, also man hätte ja mit dem Geschäftsprozess anfangen müssen. Auch so solltet ihr die Tools bewerten, also da ist keine Chronologie dahinter oder sonst was, ja? Und das ganze Ding erhebt überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf keinen Fall. Tatsächlich. Das ist ein Überblick und soll eine Hilfe sein, Themen, die euch wahrscheinlich bekannt vorkommen oder Tools, die euch bekannt vorkommen, so ein bisschen einzuordnen, in welche Themenbereiche gehören die in dem, was wir hier als Tramulett aufgeführt haben. So, der SEO-Bereich. Klar, Joomla ist das Tool, was wir alle hier verwenden. Joomla legt euch keine Steine in den Weg, um SEO zu machen. Joomla Day wieder, Vorträge besuchen, SEO-Spezialisten wie hier Christopher oder Christian Hamburger, ja, und dann die restlichen Tools, die wir sonst haben. Und das strategische Ziel tatsächlich in dem gesamten Bereich ist ja zu sagen, das Potenzial von Keywords zu erkennen und Möglichkeiten zu finden, damit Geld zu machen. Ja, genau. 2B SEO in Düsseldorf hat übrigens inzwischen geschlossen, da müsst ihr euch in der Nähe nach anderen umgucken. Versuch's mal mit 1A. Der zweite Akt war unser Designakt, irgendwie mit meinem Traumschaum. Ich weiß nicht, Yves hat vorhin das Bild irgendwie benannt, ich habe es vergessen. Es hatte irgendwas mit Exkrementen zu tun. Das Thema letztendlich ist es immer wieder gern genommen und immer wieder eine große Falle für Agenturen, das Design, was erstellt wird, soll primär der Zielgruppe gefallen und nicht dem, der es beauftragt. Je inhabergeführter und je älter die Inhaber der Firmen sind, desto schwieriger ist das. Das ist irgendwie so mal so was Evidenzbasiertes, aber tatsächlich nutzt das, was ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Ich weiß nicht, was ganz schlimm Unbekanntes wird das darauf nicht sein, außer der Business Model Canvas, vielleicht die einem einfach hilft, die Zielgruppen ein bisschen genauer zu definieren und ein bisschen genauer herauszufinden, was mein Produkt denn oder mein Wertversprechen für dieses Produkt ganz genau ist. Aber denkt an eure Zielgruppe.
So, ich mache mal ein bisschen schneller, weil wir haben nur noch eine Minute. Dritter Akt, Conversion. Das heißt, ihr wollt was verkaufen. Ja, Joomla ist wieder das Tool der Wahl. Das könnt ihr damit machen. Joomla legt euch wieder keine Steine in den Weg. Wenn ihr das selber nicht könnt, gibt es diverse Ressourcen, die ihr dann heranziehen könnt. Ja, zu den Zielen haben wir eigentlich schon alles gesagt. Ziele sind in diesem Falle gedacht wirklich als Grundlage, als Fundament für all das, was ihr darauf aufbaut. Und auch eine Website ist tatsächlich nur eins der Gebäude, was oder ein Gebäudeteil, der auf eurem Fundament stehen soll. Also macht es safe. So, und wir sind jetzt am Ende angelangt und die Sache ist folgendes. Also, nee, sind wir nicht. Haben wir Geschäftsprozesse noch? Ja, tut mir leid. Also, letztes Thema war Kundenbinden, Kundengewinnung, Prozesse verbessern. Und dazu gibt es auch diverse Tools. Nutzt diese Tools. Ansonsten wieder einen Experten finden oder einen Vortrag besuchen. Das ist so der Weg, den wir tun. Wir tun nicht alles selber. Wir haben keine Ahnung von allem. Also, deswegen. Von wenig eigentlich. Ja. Ah. Ja. So, das ist eine gute Aussage. So, ja, und wir haben ja angefangen eigentlich und ein bisschen SEO und viele haben jetzt wahrscheinlich gedacht, oh, die machen jetzt wieder SEO und erzählen uns hier Keyword-Planer und Analytics und Google und so. Das ist nicht unser Ding. Es geht tatsächlich ein bisschen Mindset-Wechsel im Kopf, die Leute mal dahin zu eichen, dass sie sagen, okay, Einzelmaßnahmen bringen es nicht. Ja, genau. Angebot für ein neues Haltungsmodell. Genau. Ach, so. Hier Fragen. Noch Fragen. Gerne, Christopher. Da fragst du den Richtigen, ich bin ein Tausendsasser. Ich kann alles und nichts. Nein, Quatsch. Ich weiß, was du meinst, ja. Also gerade im SEO-Bereich ist das Problem, dass du als Mädchen für alles plötzlich eigentlich in die Rolle des Unternehmensberaters rutschst und es dann schwierig wird, wenn du nicht einen Ballspieler im Unternehmen hast, den du werfen kannst. Und ihr habt scheiß Bewertung. Das läuft nicht gut und sich dann jemand drum kümmert. Darum geht es. Also du fragst mich in Kundenbeziehungen, ob ich bin für mich selber, sollte jeder eigentlich Unternehmensberater sein. Du auch, verstehst du? Du musst dich ja immer wieder hinterfragen und deine Probleme erkennen. Ein anderer macht das selten für dich. Das ist die Idee, zu sagen, versuch ein bisschen weiter zu denken. Du musst nicht alles perfekt können. In allen Bereichen fängst du an, über das Website-Design zu sprechen, musst du Ziele eruieren. Wenn du Ziele versuchst rauszufinden, musst du feststellen, ja, die haben Ziele, aber die erfüllen die in anderen Bereichen nicht. Da hilft uns das Design nicht. Also diese Problematik hast du, glaube ich, in weiten Bereichen, weil das Web eben auch komplexe Bereiche von Unternehmensprozessen abbildet. Und da fließt alles zusammen. Dort soll alles abgebildet werden. Information, Marketing, Bestellungen, also Umsätze. Das heißt, dieser Bereich repräsentiert das gesamte Unternehmen praktisch an einem Punkt. Und du musst praktisch das ganze Unternehmen durchleuchten, um nachher das ja auch rüberzubringen. Das heißt, du kommst gar nicht drum rum, ja, alles anzupassen. Das ist genau der Teil, den wir zu Anfang in diesem Dramulett wirklich versucht haben darzustellen. Ich bin ja genau mit diesem Gedanken hergekommen und das war genau das Bild. Ne? Völlige Scheiße, nicht verwendbar. Und tatsächlich, also das, was Holger gerade gesagt hat, war, es bildet das gesamte Unternehmen ab. Es ist sozusagen die sichtbare Außendarstellung des Unternehmens. Und damit hast du alles, was das Unternehmen innen bietet, nach außen gespiegelt. Und Chris, du musst nicht Generalist sein da an der Stelle. Du musst nicht der Spezialist für jeden Fachbereich sein. Ich bin von UFUG zu zwei anderen Leuten geschickt worden. Sehr erfolgreich. Also einmal zu dem Unternehmensberater, was mir ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat, weil viel Geld. Und zu dem 2B-SEO-Typen irgendwie noch mehr Geld. Ist ein schwieriges Ding. Ich glaube, also du kannst ja die Verantwortung für deine Kunden nicht übernehmen. Du kannst nur Angebote machen. Du kannst den Blick weiten, das, was Holger gerade gesagt hat, mach den Leuten zumindest oder gib dir eine Chance, sich bewusst zu werden dafür, dass das Thema nicht mit einer Webpräsenz erledigt ist. Ich glaube, das wäre so der Anspruch, den wir versuchen so zu vertreten und du musst es nicht selber tun. Wir sitzen hier auf dem Community-Event, wir haben uns für diese Form auch entschieden, um zu sagen, Leute, vernetzt euch hier, findet raus, mit wem könnt ihr gut zusammenarbeiten, was sind Spezialisten, wo höre ich mir ein Fachthema an, wo höre ich mir einen SEO-Talk an und weiß das nächste Mal, wenn ich ein SEO-Thema habe, dann hau ich Chris an oder hau wen auch immer ich im Talk gut fand an. Und wenn ich einen supergeilen Grafiker finde oder einen Designer finde, einen Webdesigner und einen UX-Menschen finde, dann habe ich den im Kopf und ich vernetze mich. Nils schläft schon, du kannst aufhören, danke. Weitere Fragen? Okay, dann denke ich. Vielen Dank. Erschöpfend beantwortet.
Applaus.